herzlich damit willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf dem YouTube-Channel Gamer Codes. Ich bin David und das ist Chan. Genau, und wir zocken zusammen, wenn es denn zusammen funktioniert, Super Mario Maker. So, schön, dass ihr angeschaltet habt. Endlich ist es soweit, ne? Wir können anfangen mit Mario Maker 2. Endlich ist es draußen. Ich freue mich schon. Du das auch? Ja. Ja. Man merkt das schon richtig. Ich habe schon so lange gewartet. Ja. Und eigentlich ist es draußen. Das Ganze war erst aber eine hardcore komplizierte Geschichte, dass wir das Spiel jetzt überhaupt haben. Ich werde es im Laufe des Partys erzählen. Wir spielen, fangen uns alles an, und zwar mit dem Abenteuermodus. Und schauen uns dazu erstmal die Story an. Ja, das war ja sehr interessant, ne? Und jetzt auf einmal ist das Pilzkönigreich weg, ne? Das ist einfach unglaublich. Ja, jetzt. Ja, ich will die Münzen sammeln. Yay. Okay, frag doch mal Vorarbeiter Toad. Okay. Ich glaube, dass man das gleich dann auch Multiplayer spielen kann. Mario, ich habe auf einem Ohr so mitgehört, was du mit der Bauleiterin besprochen hast. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Die damit verdienten Münzen haben den Bau von Prinzessin Peach Schloss finanziert. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, sieh dir mal einen Auftrag von Goomba-Fan an. Ah ja. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Er natürlich nicht. Er heißt wirklich Sahn, wissen wir alle. Kappa. Ich stelle da nicht so viele Fragen, solange sie die vereinbarten Münzen springen lassen. Okay. Es geht abwärts. Und ob es im Multiplayer geht, das sehen wir jetzt gleich. Wenn nicht, dann darfst du spielen. Nee. Na dann, ich bin immer scheiße in Mario Sample Runs. Aber okay, schauen wir mal. Ja, das Spiel Asin ist heute am Freitag, den 28.06. haben wir heute. Eigentlich hätte es ursprüngliche Special Edition bekommen sollen, inklusive diese Artbook Edition, ich brauch die eigentlich gar nicht. Inklusive so ein Stift, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Weil der Kollege, bei dem es das so machen wollte, der ist halt in Urlaub. Und krank. Also, der ist krank geschrieben. Und deshalb ging das dann nicht. Also, haben wir ein bisschen rumdiskutiert und dann kamen wir dazu, dass ich einfach die normale Edition hole, die dann umtausche gegen die Special Edition, sobald mein Kollege wieder da ist, bei dem ich das vorreserviert habe. So weit, so gut. Nur dann hatten die normale Edition bei meinem Markt nicht mehr da. Also mussten wir zu einem anderen fahren, dann haben wir endlich bekommen. Lol, ich bin der Kratzian. Lul. Ich dachte, dass man das Multiplayer spielen kann. Warte, geh mal auf Optionen. Mach es im nächsten Level.
Vielleicht bekommen wir es hin im Multiplayer. So, auf jeden Fall, ich bin verdammt gehypt auf das Spiel, dass es endlich draußen ist. Nach gefühlt 5000 Jahren können wir es endlich spielen. Ich hoffe, das passt auch von Soundanstallungen. Ich bin mit deinem ist gerade erst verdammt unsicher. Aber das werden wir dann so noch sehen. So. Ich glaub, was gibt's hier eigentlich? Oh, da ist schon ein schlafender Tod. Ich glaube, wir müssen wieder so einen Bauleiter fürs nächste Level. Warte, geh mal auf Plus. Vielleicht auf Einstellung auf den Ding unten. Funktion vielleicht. Charakter. Vielleicht kann man auch nur anderen sonst spielen, ich weiß es nicht. Sollen wir, wenn wir einfach dann gleich im Level sind, ob es dann geht. Vielleicht kann man den auch nicht irgendwie Multiplayer spielen, so wie, wo geht's jetzt hier weiter? Immer wieder ein Genuss, dir bei der Arbeit zu sehen. Ach, ein bisschen Bauleiter, sagt es doch gleich. Okay, da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten, du hast bestimmt schon einen Batzen Münzen verdient. Ja, natürlich, hier. Ah, das heißt, man verdient pro geschafften Level Münzen. Ah, ist das dir? Ah, ja. Okay, der Bau kann beginnen, auf jeden Fall. Man kann schon im Abenteuermodus zu zweit spielen. Gut. Also lokales Spiel steht da. Ja, das ist das ja. Dann vielleicht warst du bloß das erste Level, deshalb schauen wir mal. Ja, dann machen wir doch gleich weiter, ja. Du kannst Aufträge auch mehrmals ausführen. Ah ja, okay. Oh, Etrudival ist eigentlich geil. Dann machen wir erst das, machen das nach den anderen. So, und jetzt hauen wir doch gleich einfach mal, ob man das ist denn überhaupt an. Ja, okay, gehen wir jetzt einfach mal in die Einstellungen und schauen. Vom Dr. Wunderlich ist das Level, ja. Ob. Mir scheint hier irgendwie. Kommentare. Irgendwie. Scheint das jetzt nicht so gehen. Entweder ist es komplett zu dumm, oder? Vielleicht beim 3D-World-Leveln. Wir haben auf jeden Fall sehr viele neue Elemente im Mario Maker, was wir auch noch dann später sehen werden. Wenn man dann in den nächsten Parten irgendwann Level baut. Ich finde halt mal heraus, ob das Ganze dann noch, wie gesagt, wie das im Thema Multiplayer aussieht. Ich weiß zumindest, dass man Level zusammenbauen kann. Da bin ich mir 100% sicher. Die Idee davon hier ist eigentlich erst witzig. So, da ist ein Kettenhund. Oh, den muss man so einsperren. Dann ist er weg. Ja, das hat das zumindest verdient. Ja. Ah. Lul. Und das ist wirklich auch wieder eine neue Funktion, die es im ersten Teil noch nicht gab. Und die ist eigentlich erst lustig. Nur nutzt mir das halt gerade irgendwie nichts. Warte, wenn du nochmal. Dann kannst du uns. Stimmt, ja. Das ist ja lustig. Wo kommen wir jetzt hier rein? Warte, denn du konntest den Stern nehmen. Ja, nee. Du konntest den Stern nehmen und dann die killen. Ja, da kommt man nicht durch. Doch, durch den Stern. Schau mal, du machst. Jetzt kommt der Stern und der kommt durch. Du musst aber einen guten Reflex haben. Jetzt nochmal. Ah, lol, so funktioniert der Hase. Stimmt. Das ist ja lustig. Ja, das ist auf jeden Fall der Story-Modus. Online kann ich, weil das Problem ist, ich bekomme die Version noch ausgetauscht gegen die andere. Deshalb werde ich in diesem Let's Play hier erstmal nur den Online-Modus, also den Offline-Modus machen, weil ich weiß nicht, wie das hier mit dem. Ach Gott, da kommen Gegner raus. Ganz toll. Ach, es muss. Ja. Ah, das DS. Das war knapp. Lol, ist echt lustig. Das könnte vielleicht ein bisschen mehr fixen. Das sind für die wird noch viel schlimmer. Yay, yeah, und ganz nach oben gekommen. Fast ganz nach oben. Ihr seht es?
Ich finde es cool, also. Ich bin gespannt. Also, da wo ich es interessant, wird das erste Mal Level baut. Aber ich mache jetzt hier zuerst den Story-Modus. Klar, es wird auch noch zeigen, wie ich Level baue. Aber ich mache zuerst den Story-Modus. Aber ich hätte es hören können, man kann den in Multiplayer machen. Aber vielleicht bin ich das auch einfach nur so dumm. Oh mein. Super Mario Maker 2. Ich kann es mal schreiben. Story. Story Mode Together. Ach. Was ist denn das hier? Multiplayer. Sagen wir mal. Local Multiplayer, ne? Ich werde es noch herausfinden. Bis zum nächsten Part. So, lieber, das wird das cool, darauf bin ich interessant, auf diese 3D-Level. Ich sehe gerade, irgendwie ist das da das End. Also, ihr seht, mein Screenscreen ist noch nicht 100% ausgefasst, weil irgendwie ist das da noch nicht ganz so gut, aber... LOL. Das ist einer der 3D-Worlds. Ja, das ist für die Worlds-Stil und das sieht ja mal richtig nice aus. Auch von der Musik her, die wir gerade alle nicht hören. Aber das ist heftig mal 3D-World-Musik und die ist einfach übelst nice. Bin ich jetzt so dumm, diesen Size-Kimper zu töten? Ja, meine Mario-Skills sind nicht so krass viel. Deshalb einfach mal. Ja, ich hab da bewusst drauf gesprungen. Es war mir das Risiko bewusst. Ach, Spaß. Aber wird mal gleich wieder groß. Nein! So. Uff. Luca, kann ich gerne auch das spielen, kann man es abwechseln. Aber, ach Gott, das waren diese Dinger. Gehen die nach einer Zeit zurück? Ich weiß es nicht. Oh Gott, diese Bienenwand hat wirklich das Schlimmste, was es gibt. Hallo? Ich wollte Sprung nach unten. Lull. Dann schwuppdiwupp dann einfach alle Plattformen dahin. Aber das Spiel, das sieht so cool aus, in dem Stil. Gute Frage. Ach so. Ich verstehe. Du musst schnell auf den Boden und danach direkt da drauf springen. Vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen an den Rand und dann gehst du auch direkt. Ah ja, 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 ich verstehe. Okay. Geil. Nee. Okay, wird theoretisch gehen. Kann ich noch so hier einfach hier. Nee. Okay, A und B ist es noch, weil eins ist bestimmt nicht so schwer. Hauptsache ich mach erstmal den falschen. Ah! Tadam. Yay! Und dann funktioniert's. Ist ja eigentlich erst nicht schwer, ne? Nice. Nice. Auf jeden Fall Level ist das ein Baumkammer, dann wechseln wir uns halt bei dem einfach ab. Macht's ja auch nix. Lass gerne mal weg, wenn ihr öfter wollt, dass ich so together Zeugs mach. Wenn ihr wollt. Und da haben wir noch einen Haufen neue Münzen. Ja, wird doch so langsam hier 1%. Ah, langsam wird's, ne? Oh, ist das ein Meer? Das Fundament ist fertig. Das ist ja mal schön. Ja, ne, das ist das Fundament. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.